Wunderschönen guten Tag aus München, meine Damen und Herren. Newsflash, heute ein Produzenten-Newsflash mit Caledonia Timmins und Endeavour Silver. Caledonia Mining gab eine Goldproduktion der Blanket-Mine in Simbabwe für das letzte Quartal in Höhe von knapp 10.000 Unzen Gold bekannt, was einem Rückgang um nahezu 12% im Vergleich zum zweiten Quartal 2014 von über 11.000 Unzen damals produziert entspricht. Gründe dafür waren, wie erwartet, tiefere durchschnittliche Kopfgrade im Gegensatz zu den vorherigen Quartalen. Die abgebaute und vermahlene Tonnage im dritten Quartal konnte nicht entsprechend den tieferen Graden gesteigert werden, um dies auszugleichen, obwohl die Anlageerneuerung stark voranschritten. In Anbetracht der bisher produzierten 31.354 Unzen Gold in den ersten 9 Monaten 2014 wird die Produktionsschätzung für Gold von 45.000 Unzen auf ca. 40.000 Unzen für das laufende Jahr reduziert. Die Goldproduktion auf Blanket war doch stärker betroffen durch die tiefer als angenommene Tonnage und die Grade, die abgebaut wurden. Der Zielgrad für dieses Jahr lag bei 3,84 Gramm pro Tonne. In der ersten Hälfte 2014 wurden 3,7 Gramm pro Tonne erreicht. In den letzten Monaten fielen die Grade weiter aufgrund tiefer als angenommener Grade auf AR Main und AR South, die gleichzeitig beide am stärksten die Produktionstonnage für Blanket liefern. Das Unternehmen arbeitet aber auf Hochtouren an einem neuen Produktionskonzept und will die Dividendenzahlung auch in 2015 beibehalten. Dividendenrendite liegt bei deutlich über 6% im Jahr. Wir sind gespannt, wie das Management die Maßnahmen umsetzt. Timmins Gold, meine Damen und Herren, meldet für das dritte Quartal 2014 eine Produktion von über 27.000 Unzen Goldäquivalenten. Die Produktion in den ersten drei Quartalen 2014 des Unternehmens belief sich auf insgesamt 97.687 Unzen Goldäquivalent, die durch Rekordstürme und beträchtliche Niederschläge beeinträchtigt wurden und den Zugang zum Tagebau erschwerten. Das Unternehmen bereitete Erz mit geringeren Gehalten aus dem Lagerbestand auf. Durch den vielen Regen kam es auch zu einer Verwässerung des Goldes in der Laugungslösung, was die Goldgewinnung natürlich zusätzlich senkte. Das Betriebsteam konnte trotz der durch die Stürme verursachten Störungen wie etwa Stromausfälle den durchschnittlichen Durchsatz von 24.000 Tonnen pro Tag bei der Erzaufbereitung aufrechterhalten. Der Betrieb läuft nun wieder ununterbrochen. Das Management hält an seinem Produktions- und Kostenziel für das Jahr 2014 fest und rechnet damit, das höher angesetzte Produktionsziel von 115.000 bis 125.000 Unzen Goldäquivalent zu erreichen. Meine Damen und Herren, auch Endeavour Silver musste leider im dritten Quartal etwas federn lassen. Man produzierte aus drei Minen rund 1,6 Millionen Unzen Silber und über 14.000 Unzen Gold, was ca. 2,5 Millionen Unzen Silber-Äquivalent entspricht. Die Goldproduktion sank um 38% und die Silber-Äquivalent-Produktion um 23%. Der Verkauf von Silberunzen reduzierte sich um 28% auf ca. 1,22 Millionen Unzen und der Verkauf von Goldunzen sank um 35% auf 13.631 Unzen. Der Bestand an Barren betrug zum Quartalsende über 523.000 Unzen Silber und 937 Unzen Gold. Der Konzentratbestand betrug zum Quartalsende fast 34.000 Unzen Silber und 517 Unzen Gold. Endeavour CEO Bradford Cook erklärte, die Silber- und Goldproduktion war im Quartalsvergleich konstant und lag trotzdem im Plan. Wir werden damit unsere konsolidierten Vorgaben für das Jahr halten können. Die Produktion wird im vierten Quartal voraussichtlich weiter steigen, wenn unsere Investitionsprogramme für das Jahr zu Ende gehen. Die Unternehmensführung bemüht sich als Reaktion auf den aktuell niedrigen Metallpreis um eine weitere Optimierung der betrieblichen Abläufe. Soweit die Quartalsergebnisse dieser drei Gold- und Silberproduzenten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss aus München.